Ja, moin und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob da irgendwas falsch verstanden wurde oder ob ich irgendwas falsch rübergegeben habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen Kommentar gelesen, da ging es da drum erstmal die Frage, ob ich den aktuellen i7 habe. Ja, ich habe diesen i7, bla bla bla. Also ich muss da jetzt selber erstmal gucken, weil das ist mir sowas von egal, ne? Also wir rufen einfach NeoFetch auf und da steht ja alles drin. So, das ist der i7. Ja, irgendwo hat es so gestanden, ne? Ja, da ist er doch, die 13. Generation von i7, der 13620H. Und der soll eigentlich machen 4700 Megahertz. Die macht er aber nicht. Unter Linux Mint macht er keine 3800 Megahertz in dieser komischen, ich sage extra komischen, in dieser komischen Standardeinstellung. Ich zeige euch das, bevor jetzt einer sich wieder aufregt. Schaut das Video wirklich bis zum Ende an, denn ich zeige euch die Vergleiche. Was ich da nämlich gefunden habe, ist, wenn ich CPU-X starte, das kann ich leider nicht größer machen hier, ist er in der Standardversion jetzt, wo ich OBS am Laufen habe und er da auch eben das, was ich ja jetzt aufnehmen will, auch sofort rendern muss, ne? Und er hat ja was zu tun, obwohl er nur bei 400 bis 1000 Megahertz liegt. Ich kann hier aber den Benchmark zum Beispiel, den kann ich starten. Ich sag den, ich schiebe den jetzt einfach mal so, ganz egal wie lange, ne? Aber er soll volle Kerne benutzen und starte ich den jetzt, dann ist auch die CPU ausgelastet. Ihr seht es, 4700 Megahertz. Standardmäßig ist die ganze Chose, wenn ich hier oben rechts hingehe, ist der hier nämlich auf ausgeglichen. Und diese Einstellung habe ich bis jetzt noch nirgendwo in Linux gefunden, außer hier unter dem GNOME Desktop. Hier habe ich diese Einstellung. Ich habe Linux Mint 22 installiert. Und zwar, damit ihr mir das auch glaubt. Hier ist der Datenträger 512 GB. Das ist Linux Mint 22, wo ich gerade die Videos mit erstelle. Wie stelle ich das ein? Ja, was ist für mich relevant und wichtig, was brauche ich? Hier habe ich ja auch das Home-Verzeichnis von dem schon, wo ich gesagt habe, meine ausgesuchten Hintergrundbilder habe ich da schon drauf gemacht. Und so weiter und so fort. Und der Benchmark läuft immer noch im Hintergrund. Ja, und den habe ich immer noch an. Er läuft immer noch bei 3800 MHz. Er pendelt sich immer so um die 60, 70 Grad ein. Lasse ich ihn auf Vollspeed laufen, wird er natürlich ein bisschen wärmer werden. Das ist ganz klar. Aber ihr seht, jetzt hat er 4700 MHz. So, und damit ihr das seht, was ich meine, ich starte jetzt Linux Mint 22. Wir sehen uns gleich also in Linux Mint 22 wieder. Und da ist der reine Weg der Cinnamon Desktop. Ach so, und hier habe ich, beende das jetzt mal. Hier haben wir nämlich den GNOME 43.9 Desktop. Ich kann es sogar hier unter LMDE zeigen. Aber dafür müssen wir jetzt einen kleinen Cut machen. Ich starte hier unter LMDE den Cinnamon Desktop und dann hier im Cinnamon Desktop angekommen. Ich starte als erstes mal CPU-X. Ich stelle das schon mal ein. So ungefähr, wie ich es auch wie hatte. Da
volle Kerne. Ich starte den Benchmark. Wir gucken auf CPU und er macht nur 3800 MHz. Wenn ich hier oben mit der rechten Maustaste draufklicke, wie bei dem GNOME Desktop, habe ich diese Einstellung hier nicht. Hier habe ich keine Einstellung, dass ich ja die Energieversorgung runterschrauben will. Das ja wie ausgeglichen oder energiesparend oder auf Leistung. Und die habe ich hier nicht. Ich habe auch hier überall gesucht gehabt. Selbst wenn ich hier eingebe, Energiestatistiken kann ich eingeben, ja, da macht er mir nur so eine Liste auf, dass ich da sehen kann, was die Batterie hat. ja. Oder die Energieversorgung, Verwaltung, aber hier steht auch nichts davon drin. Ja, hier ist nur der Akku und hier ist nur das. Hier habe ich das nicht. Keine Möglichkeit, um ja, diese Energieversorgung zu erhöhen. Ja, und dann zurück in den Einstellungen hier von GNOME. Diese Einstellung, das ist genau das, was ich meinte, wenn ich Energie aufrufe, ist es hier. Und das zeigt er mir ja hier oben auch an. Ne? Und hier kann ich das aber genauso umstellen auf Leistung, auf ausgeglichen oder auf energiesparend. Funktioniert. Ja, und ja, wenn ich weiß nicht, ob es am GNOME liegt oder am Cinnamon. Wenn ihr was wisst, wo das im Cinnamon einzustellen ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ja, und das nächste Video über Linux Mint kommt morgen. Also lasst euch überraschen. So, was bleibt jetzt noch zu sagen? Ja, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, Kommentare schreiben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr wisst, ob ich so eine derartige Einstellung hier, ob ich so etwas in Cinnamon finde. Oder hier habe ich es ja nochmal in den Einstellungen. Das war in... nicht in Optimierung. Ja, jetzt bin ich selber mal eben gerade. Ja, genau, hier war das langsam. In den Einstellungen hier. Genau, und dann hier habe ich Energie. Und diese Energieeinstellung, das fehlt mir im ganz normalen Cinnamon Desktop. Hier habe ich das drin, aber in dem Cinnamon nicht. Also, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr wisst, ob man da irgendwo so eine Einstellung machen kann. Oder überprüft mal eure eigene CPU, ob die wirklich die volle Leistung bringt. Das, was sie bringen soll mit CPU X. Oder nicht. Das wäre vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Ist das vielleicht nur bei mir so, mit diesem Mini-IT? Denn ich habe ja, um das nochmal zu zeigen, der Mini-IT 13. Und das ist hier mit der CPU, die 13. Generation Intel i7, der 13620H mit 16 Kernen. Also... das ist ja eigentlich nur 10 Kerne und 16 Threads oder wie das da auch immer heißt. Auf jeden Fall soll er insgesamt 4700 MHz machen. Und unter den normalen Bedingungen, in den normalen Linux-Einstellungen hier, macht er nur 3800. Warum? Ich nichts wissen. Ja, wenn ich das wüsste, würde mir ja Gras aus der Tasche wachsen. Sorry.
Nee, also, ne, schreibt es in die Kommentare rein, wenn ihr was wisst. Ich bin echt drauf gespannt jetzt.